Dann muss die Erde hier noch ein bisschen höher, damit ich auf die wirklich reingehen kann. So. Gott. Okidoki. So. Da ist Cobblestone. Rechtsklick, Rechtsklick. Ah, die ist voll. Voll, voll, voll. Dann fliegt der Cobblestone in Müll. Baumwolle, Baumwolle, Baumwolle. Ich tue sie erstmal wieder rein. Um zu wissen, wo sie ist. Und ich glaube, das Ding kann auch in Müll. Vier Stück. Dann machen wir hier mal von dem Baum was rein, dann machen wir hier mal von dem Baum was rein, dann machen wir hier mal so, dann passt das dann, und dann machen wir hier von, machen wir dann hier von rein, und dann machen wir hier von, die Stöcke behalte ich mal, oh, komm weg. Hab da jetzt keine Lust drauf, das hier alles einzusortieren, das kommt jetzt alles mal in die Tonne, das Boot kann auch weg, das Ding kann auch weg. Leck mich doch am Moes. Ja. Ha? Ich werde nie verstehen, wie Mike jetzt immer die Blöcke positioniert. Random. Ah. So, wenn ich jetzt so mache, dann ist er genau. Okay. Tut dumm. Diesen Hass in mir. Schön, dass du ihn auch spürst. Okay, machen wir anders. Setze ich ihn erstmal hier so drauf, so wie er sein soll. Genau so nicht. Einmal so gedreht. Der Trick ist übrigens, wenn du von unten Erde dran setzt, kannst du den da einfach drauf platzieren und er richtet sich so aus, wie du stehst. Okay. Classic. Ja, ich habe neulich erst mein Dach gebaut. Ich kenne das Problem. Die Sache ist, wenn man so in den Bauwagen drin ist und es einmal drin hat, wieder funktioniert, dann ist es auch relativ easy. Aber wenn man schon länger kein Dach mehr gebaut hat, da erstmal wieder reinzukommen, wie das war, da kriegst du schon, ja. Okay, aber ich glaube, ich hab's. Genau. Tada. Halt, also man muss immer durchstehen, dass der Blups weg zeigt und links von einem ist. Und schon passt das Ganze. Yay. So, jetzt wollte ich doch mal gucken. Wir haben doch irgendwo eine Kiste. Immer wieder was mit Zinn, Stahlbarren rein. So. Und für diese drei Dinger hier brauchen wir auch noch irgendwie Kisten, würde ich sagen. Das heißt, hier herum, da herum, hier mal gucken, hier ist alles voller Holz. Silber, Sandstein, Lehm, gebrannter Ton, Grau. Nur das damit zu tun, so. Dann gucken wir mal, eine Wollekiste, die müssten wir eigentlich auch haben irgendwo. Wolle, 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 Ding. Und eine Cobblestone-Kiste habe ich nicht gesehen mit dem hier. Damit, so. Ha. Habt ihr Bunkerhaus? Reingeschmissen, reingeschmissen. Und schon geht's wieder ganz einfach. Coole Klumpen reingeschmissen, hätte ich gesagt. So. Irgendwann male ich mir mal so eine Bild-für-Bild-Anleitung. Und immer wenn ich länger kein Dach mehr gebaut habe,
lese ich erstmal wieder Handbücher. Ja, warum nicht? Ach nee, konnte man nicht. Ja, scheiße. Keine Treppen vom Leben. Na gut. So, Umrandung schon fast fertig. Geht doch, geht doch. Für die Decke habe ich auch schon irgendwie eine Idee. Ich überlege nur gerade, welches Material man dann nehmen könnte. Okay, das mit dem Hochwachsen des Grases hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, ist aber kein Problem. Weil ich habe ja dafür extra dieses Rezept gemacht, dass wir halt darauf nicht angewiesen sind. Ach, dauert noch. Boah. Ups, was ist hier los? Das haut noch nicht so ganz hin. Ja. Hier, siehst du, wenn du jetzt mal unter dir guckst, da ist es gerade hochgewachsen. Sehr schön. Aber es wächst, glaube ich, obwohl es müsste eigentlich auch durchwachsen. Schwupps, jups, Dirt. 1160 Erde. Aha, könnte reichen fürs Dach. Für den Anfang schon. Ist aber auch schön, wie diese chronische Materialarmut. Wir müssen echt mehr sammeln. Aber sowas von. Trap. Trap, Trap, Trap. Wie gehen denn die Trappen? Die Treppen gehen so, okay. Treppen krieg ich hin. Treppen kann ich, ne? So. Da. Das heißt. Hast du ein Blümchen dabei? Irgendeins, was so farbig nee. Farbe macht? Yes. Oh, ein Blümchen. Ich kann schnell eins holen. Jo. Dann mache ich mir einen Block aus Blümchenerde und dann verbreitet es sich wie ein Virus. Wo haben wir denn Blümchen? Ich dachte, hier wären irgendwo welche. Hey, ich hier so. Ich pflück mal eins. Dann sind zwei Rosen. Genau. Da. Und einer. Genau. Ein Blümelein. So. Badam. Sehr schön. Der Virus ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Guckt nur, wie niedlich er aussieht. Oh, wie kuschelig. So. Ups. Und.
glaube, damit sind wir durch. Yay. Fertig. Juhu. Und hier wächst auch schon. Ah ja. Geht relativ schnell immer. Jetzt machen wir von unten schon irgendwie so ein offenes Deckendesign und dann passt das. Ganz genau. Ich habe auch früher immer sehr gerne mit diesen Meseblöcken gearbeitet, so für die Deckenbeleuchtung, weil das wie so eine großflächige Indirektbeleuchtung irgendwie immer so war. Ah. Müssten wir aber erstmal Mese irgendwo finden. Und bei dem neuen Map-Generator, da ist ja alles wesentlich ja seltener geworden. Und grade, vor allem tiefer. Ja, eben. Ja, genau. Ja. Meinte ich damit. Eben. Und von daher, da Mese zu finden in der großen Anzahl, wie wir das da hier bräuchten, da würde es dann auch wieder eine Stunde lang schon werden. Wobei, nee, Moment mal, Mese haben wir doch. Wir haben doch vorhin gesehen irgendwo. Ich guck mal ganz kurz hier draußen. Hatten wir Mese. Ja. 14 Mesekristalle und 9 Fragmente. Na, ein bisschen haben wir also. Was mache ich denn da eigentlich für eine Scheiße? Ich brauche doch die inneren. Wie gehen denn die inneren? Gehen die. Ja, nicht genug. Wolle ist auch schon wieder fertig. Na, ein paar blieb noch nicht, aber. Ach nee, hier hat jemand geschlampt und nicht gepflanzt. Na, schau mal an. Wer war das wohl? Was, die Baumwolle? Doch. Hier sind zwei Felder frei. Da muss ich wohl mit jemandem in den Kriegsgericht gehen. Nein! Jo, alles klar. So. Alles klar. Dann können wir in die Kiste. Alles klar. Oh, warum? 7, na gut, brauche ich 4 von. Und dann wird es hier platziert? Nein. Hier. 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 Hier? Nein, natürlich nicht da hinten. Sondern hier vor. Da? Da. Aber nicht so. So. Einmal Sandstein bitte da rein. Habe ich noch? So, ja, aber nicht da. So. Und dann da, 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 da. So, haben wir jetzt eigentlich die Meselampen schon, die leuchtenden? Wie bitte? Haben wir die leuchtenden Meselampen schon? Glaube nicht, ne. Oh, schade. Wir haben ja bisher alles nur mit Fackeln aufgesetzt, beziehungsweise auch nur so eine Kerze. Na. So modern, dass unsere Lampenküste mehr brauchen, haben wir leider noch nicht.
Und das Witzige ist, ich habe letztens erst gelesen, dass dieses Mesekristall eigentlich quasi hier so ein Unfall war, dass C55 quasi einfach damals irgendwas reingemacht hat, um überhaupt erstmal Material zu haben und das dann quasi nie wieder entfernt hat. Ja, das ist durchaus vorstellbar. Weil dann würde ich nämlich unsere Lagerdecke so ein bisschen umgestalten. Jetzt ist ja alles hier irgendwie mit Holz drin, und was man sonst irgendwie machen könnte, wären halt so, Einkerben, wo dann oben in der Mitte so eine Meselampe drin ist. Oder so ein Slab, so ein Meseslab, Meselampenslab. Dürfte passen, ja. Ja doch, das sollte funktionieren. Statt dem Holz, was jetzt hier drin ist. Ob man es dann aus Stein macht, ist natürlich die andere Frage, aber kann man da sich dann ja immer noch überlegen. Eben. Vielleicht weißer Lehm oder sowas, dass das alles ein bisschen heller wird. Ganz genau. Ansonsten, ich meine, das Mindset, ne? Probier mit über Studieren. Tja, wollte ich nur noch eine Axt. Guck mal kurz, eine Axt. Achso, in einer von meinen Kisten, da müsste noch eine Stahlaxt drin liegen. Ja, gut, da war noch eine ganze Heile. Ich bin hier, wo bist du? Da bist du. Ah, super. Nein, das war Wolle. Ich wollte eigentlich die I-Taste drücken. Jetzt. So, bam. Tada. Dankeschön. Bitteschön. Komm ich aber später zurück. Und wir, da sind Gebrauchsspuren dran. Die mache ich kaputt? Die behalte ich einfach. Bei eBay stand neuwertig. Was letzte Preis, Junge? Rausreißen. Und dann ist es so, gut. Fett abgeerntet. Jetzt kommt lässt sich auch wesentlich raus. Leichter platzieren, wenn man es richtig macht. So. 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 Ich finde es immer so witzig, wenn du irgendwelche Sachen hinbaust, dann kommen wir immer. Nicht immer genau das gleiche Geräusch, sondern immer so ein bisschen so verschiedene Geräusche. Und wenn es dann so durch Zufall immer so klingt wie so eine richtige Melodie, die dabei rauskommt, ist irgendwie immer ein bisschen nice. Alles nur Zufall. Ich sagte ja, ich bin noch ein bisschen krank. Gut, aber das Dach, das ist gleich vorbereitet. Ist das deine Maus, die da so knattert? Ja. Das Mikrofon ist sehr nah an meiner Maus ran, bin aber gleich fertig. So, easy. Natürlich nicht gereicht. Und nicht abgeholt. Kann mir nur eins. Jutsche, mehr als 300 Wolle. Ah, daraus kommen noch wieder ein paar Backpacks bauen. Wups. So. Ja gut, dann machen wir mal ein bisschen Zeug. Ja. 24, na ob 24 reichen. Wieso ist denn das hier breiter? Wieso ist das hier breiter? Ich kann so nicht arbeiten. Hier ist es auch breiter.
Was ist das? Hä? Hier ist es dann wieder schmal. Hier ist es auch wieder schmal. Hier ist es breiter. Hier ist es breiter. Und hier ist es... Okay, sind die beiden inneren sind einfach breiter. Na gut. Ich glaube, da kann ich gerade noch mit leben, dass die beiden inneren breiter sind. So. Ist eh zu viel, aber... Hammer. Gut. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Jo. Platzieren wir die auch nochmal eben richtig. So. Plock. Für Backpacks. Yay. Sehr gut. So, Wolle war einmal da hinten. Schwupps. Dach ist soweit fertig. Mal gucken. Boah, sieht doch gut aus. Ich musste mal gucken mit dem grauen ja, Steinsäulen hier am Rand. Da bin ich noch nicht so ganz glücklich. Ob wir das denn nochmal austauschen gegen Cobblestone? Fragezeichen. Naja, Cobblestone oder halt die, ja, diese Steine. Steinsteine. Also, ich meine, das sind ja einfach nur tragende Brüste. Ich meine, die müssen einfach nur Gewicht aushalten. Kann man die nicht einfach aus Kies bauen? Naja, klar, natürlich. So, dann machen wir mal die Steinsteine. Steinziegel, da brauchen genau, wir... Genau, Ziegel war das Wort. Da brauchen wir... Was braucht ihr da? Ach so, einfach ein Viererblock. Ah, easy. Das klingt machbar. Glas, 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 so, aber ein Glas ich meine nicht. Und dann sollte das passen. Glas haben wir nicht. Dafür sollte sie noch reichen. Haben wir kein Glas. So. Ah, ist ja blöd, stimmt. Wenn man die abbaut, dann werden die erstmal wieder zu Cobblestone. Mist. Ich dachte gerade so schön abbauen, gleich in direkt in meine Crafting ins Crafting-Feld rein. Die Steine, nee. Das geht ja nicht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ihr habt doch studiert. Das war doch alles gedacht dafür die Wissenschaft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. So, gut, dann gucken wir mal. Cleanstone haben wir da hinten. Und fand ich gerade wenig. Doch, 12. So. Wir brauchen 16 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. War ganz kurz gucken, irritiert. Achso, ja. Ja, doch, die sieht doch gleich viel besser aus. 48, ja komm, scheißegal, jetzt haben wir... Das sieht doch gut aus. Load Inspection Tool. Nice. Joa.
gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur. Eben. Der Cleanstone wird dann doch etwas zu clean. Wow, unser Pflasterstein, ja, Behälter ist quasi schon voll. Wir haben über 3000 Pflastersteine. Ja, das ist schon eine Haufen. Ich habe vorhin auch ein paar auch schon rausgenommen, aber es ist, glaube ich, so egal. So. Oh, wir sind in der Welt rumgekommen. Aber ich habe das Dach. Gibt es kein Glowglass? Gab's eigentlich. Eigentlich schon, ne? Gibt's gerade gar nicht. Und Glow. Glass ins Inventar. Ja, aber hier gibt's gerade gar nicht mit Glow irgendwie. Guck mal ganz kurz. Bei Mesa. Oh. Ach, Mesa-Lampe heißt das Ding. Was ich damals benutzt hatte. Aber es gab doch noch dieses Glas, was gab ich eigentlich das aus Glas, ja. Ja. Guck mal direkt bei Glas. Glas. So, das normale Glas. Ja. Tatsächlich nicht. Lol. Das ist ja eine Hausnummer. Toll. Alles vorbereitet. Ist der Mod entfernt oder ist es allgemein bei MyTest rausgeflogen? Ja, gute Frage, keine Ahnung. Weil das war doch damals direkt Bestandteil von MyTest selber. Es war eigentlich mit drin, naja. Ah. Sehr suspekt das Ganze. Aber gut. Vor allem aus diesen Meselampen kann man ja auch gar nicht diese flachen Steine machen. Diese Slabs. Auch nicht, doch. Ganz kurz. Ne, kann man nicht. Boah. Das ist ja jetzt ernüchternd. Aber das Obsidian-Glas, das gibt's noch. Das ist ja toll. Das, was ich nie benutzt habe. Aber nichts, was leuchtet oder was ein Slab ist. Ne. Für Slabs gibt's hier gerade gar keine. Schade, schade, Schokolade. Ich gehe mal kurz, ganz kurz auf meinen Vanilla-Server, mal gucken, ob es das dort noch gibt. Aha. Aber ich war mir sicher, dass das fester Bestandteil von MyTest ist. Ach ja, ich bin gerade runtergefahren. Na gut, okay. Guck ich dann mal nachher. Ja, dann können wir das also schon mal so knicken. Toll. So, guck mal, was es hier sonst noch so gibt für Lampenähnliches gedönst. Ah ne, nur die Mesepfostenlampen und die Meselampen als ganzen Block. Hier. Das gibt's doch gar nicht. Gerade überlegen, wenn man jetzt die Fackeln direkt in diese kompletten Blöcke austauscht. Ne, sieht dann auch blöd aus. Das Einzige, was man machen könnte, wäre die Treppen irgendwie umzudrehen und dann hättest du dann auf der anderen Seite wieder Lücken.
Ja, das ist praktisch diese ganzen Steintreppen hier gegen Slabs austauschen, sodass praktisch die Steine ein bisschen höher gesetzt sind und praktisch dann diese Meselampen quasi ein bisschen rausgucken, so wie man es von sehr alten Ja, so rum halt, ne? Bahnhöfen kennt, wo man diese runden Lampen hatten, die so nach unten so gewölbt waren. Aber das Problem ist, wenn man die Treppen zu Slabs umbaut, dann ist ja dahinter dann wieder Luft. Da müsste man das Dach also erstmal auffüllen an der Stelle. Na. Gut, wäre jetzt nicht so ein großer. Aber. Tja, haben wir auf jeden Fall schon mal eine Aufgabe für die nächsten Let's Play-Folgen. Lol. Ach ja. Hütchen, da würde ich mal sagen, verabschiede ich mich denn schon mal? Meine Zeit ist abgelaufen auf dieser Welt. Oh nein. Ich werde dich vermissen. Komm, mit Küsschen. Mann, Mann, Wobei Mann, es bei Mann. mir auch Bleib gerade. stehen. Boah, hi. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wobei es bei mir auch gerade irgendwie so ein bisschen komisch reagiert. Also irgendwie hat er gerade Schwierigkeiten beim Placen gehabt. Naja. Aber stimmt, da könnten wir eigentlich so langsam, wenn es dann eh jetzt Richtung Ende geht. 2 Stunden ist, glaube ich, ganz gut, oder? Da dann lieber jetzt erstmal Feierabend machen und dann vielleicht später in so ein paar Wochen nochmal gucken, wenn auch wieder Celine und Thomas sind wieder können, Ja. macht dann wahrscheinlich mehr Sinn. Na, auf jeden Fall. Gutchen. Na dann, würde ich mal sagen, danke fürs Mitmachen. Ich verabschiede mich dann. Dann, jo, sehen wir uns dann bald mal wieder. Von daher, für alle, ciao mit V. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, da würde ich sagen, von mir aus So, Aufnahme beendet. dann auch mal alles Gute und Jetzt kann ich über meine Zuschauer lästern. Ey, die Leute, du warst die, also nee, ich schalte das, ich schneide das alles rein bei mir, ne? Das soll doch keiner erfahren. So. So, hier auf dem Baum oder was? Nee. Ich glaube, ich stelle mich hier Und dann wieder einmal ans Laptop Feld. konvertieren. Yay. So, dann soll es das auch von mir gewesen sein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschö.